Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier begrüßen, hier zu einer weiteren Motorstellung auf meinem Kanal. Ja, ich möchte euch heute hier in der Kategorie Pflanzenschutz euch heute hier selbstfahrende Spritze euch heute hier vorstellen. Die Amazone Black Panda, ja, mit der können wir hier als Flüssigdünger und natürlich hier Pflanzenschutzmittel hier ausbringen. Sieht schon mal hier so her aus, in Standard, finde ich schon mal coole Sache das Ganze. Ja, hält nicht so auf, auch kann man sagen. Und kostet nur 246.500 Euro in Anschaffung. Miete sind wir da bei 12.571. Ja, das gute Stück, ja, hat hier eine Motorleistung von 218 PS, sprechen hier 160 kW, 230 Liter Tank, 50 km/h Maximalgeschwindigkeit, 9,8 Tonnen Eigengewicht. Ja, und 4500 Liter ist der Tank oben groß für uns ein Spritzgut. Ja, und 41 Meter ist hier die Arbeitsbreite. 15 km/h die Arbeitsgeschwindigkeit, die maximale, ja, und den Reifen drauf von Drelleborg. Da haben wir jetzt hier den Standardreifen drauf. Dann gibt es das Ganze noch als Pflegebereifung, das ist ein bisschen von Durchmesser, also kleiner. Aber ein bisschen schmäler, wenn man sich das jetzt so anschaut. Jetzt hier der Standard, jetzt hier der Pflegebereifen, danach kommt nichts mehr. Dann haben wir hier Michelin das Ganze. Jetzt einmal hier mit Standard und dann hier der Pflegereifen. Der Pflegebereifen ist fast gleich groß von Durchmesser und von der Breite her ein bisschen schmäler. Dann haben wir hier die Möglichkeit, uns ja Arbeitslichter hinten hinzuzufügen. Ja, die werden wir nachher dann auch noch testen. Ja, mehr gibt es jetzt leider hier bei diesem Modell nicht. Wir können hier noch die Felgenfarbe uns wählen. In Grau zum Beispiel. Oder Beispiel eine Max in Pink haben. Ja, oder vielleicht hier in Weiß. Also ich finde, zum Weiß passt das relativ ganz gut. Ja, der Schriftzug Amazonet wäre auch Beispiel cool, wenn man den Beispiel hier sich einfärben könnte. Genauso. Oder Beispiel, dass es mitgehen würde mit der Felgenfarbe. Das hätte optisch, finde ich, sehr gut aussehen, aber entscheidend tut natürlich der Motor. Ja, und dadurch, der Mod wurde konfrontiert, glaube ich, von 19er her, und leider haben wir hier keine Kennzeichenwahl mit dabei bei dem guten Stück, also, ja, da brauchst du halt ein Begleitfahrzeug oder sowas in Richtung, wenn du den hier über die Straßen hier fährst. Ja, und ich würde mal sagen, lange Rede, kurzer Sinn, ich denke mir, wir schauen uns das gute Stück jetzt mal hier genauer an. So, da habe ich jetzt den mal so gekauft, so wie ich ihn mir kaufen würde, mit den weißen Felgen, sieht optisch irgendwie ganz geil aus. Hier habe ich den mal in Standard und natürlich hier mit, also die Lackabnutzung, wie wir hier sehen, ja, und natürlich mit Verschmutzung mal so uns mal hier hergestellt, dass man sieht, wie das Ganze nachher ausschaut, mit maximal natürlich, ja. Und hier drüben halt so her. So, jetzt gehen wir mal her und starten mal die Maschine. Sehen wir hier das Display. Da sehen wir hier, also unser Zoystick ist leider sehr pixelig, aber wenn wir hier sehen, er funktioniert. Spiegel, ja, sind vorhanden. Relativ ganz gut eingestellt. Lenkrad, Pedale. Sind leider ohne Funktion. Lenkrad schon natürlich. Ah ja, wir testen jetzt gleich noch hier den Attacher. Wie wir sehen, haben wir hier Vierradlenkung. Da gibt es natürlich Sinn, wenn man jetzt was transportieren möchte. Zum Beispiel noch einen Tank mit oder sowas. Dann könnte man sich den hier anhängen. Sehen wir, das funktioniert schon mal. Dynamische Schläuche hier hinten. Zum Beispiel die Steckdose hier ohne Funktion. Geladen habe ich ja hier als Pflanzenschutzmittel. Schauen, dass wir hier
einigermaßen hierher kommen. Jetzt habe ich mal gedacht, jetzt tun wir mal statt immer dasselbe hier mal natürlich hier, also weiß her. Das klappen wir mal aus. Kann jetzt. Aber müssen wir mal schauen, ob das hier sich ausgeht. Wenn nicht, muss ich nochmal einen Schritt rüberfahren. Ja, ich muss doch glatt nochmal einen Schritt rüberfahren, wie wir hier sehen. Also sollte ich vielleicht mal irgendwie das mal markieren. Dass ich da weiß ungefähr, wo das Feld natürlich hier anfängt und aufhört, wo ich das Fahrzeug dann hinstellen, ab welche gewissen Meter. Ja, mit der Maussteuerung kann ich hier die Türe mal aufmachen mit der linken. Gut, natürlich zumachen, wie wir mal sehen. Dann kann ich die Spurbreite mit der linken Maus auf weitermachen. Ja, das ist irgendwie ein bisschen, wie sage ich mal so, also ein bisschen blöd. Man hätte das auf anders verlinken. Aber komischerweise, auf Mod-Tab ist er leider nicht und dadurch ist er hier auch für die Konsolen hier dann nicht verfügbar. Wer ist auf die Richtung? Hat er ja nicht. Aber jetzt schalten wir erstmal hier natürlich hier unseren Helfer mal ein, mal schauen. Man sieht hier gut hier das Ganze natürlich hier. Macht, wir fahren genau 15 km/h. Also da bin ich doch ein bisschen zu weit, wie wir sehen, auf der linken Seite. Aber da sieht man, wie das hier überlappt. Oh, ich stehe ein bisschen schief, kommt mir vor. Schauen wir mal. Ah ne, das Feld geht so komisch, glaube ich. So. Jetzt fällt ins andere Feld rein, der Helfer. Das Standard natürlich. Das ist ein bisschen ungewohnt, um ehrlich zu sein, wenn der Helfer so langsam fährt. Bei sowas, das habe ich jetzt gehabt, welche, die sind so schnell gefahren. So, jetzt gehen wir gleich hier mal in die Nachtschicht rein. Schauen das Ganze mal an, wie das hier mit dem Dunkeln hier ausschaut. Da haben wir jetzt hier die Arbeitsscheinwerfer. So, entlassen wir mal den Helfer. Machen wir gleich hier an der Stelle natürlich hier unser Lichttest. Da sind wir hier Blinker. Reflexion sieht sehr gut aus. Und Umleuchte, wie wir hier sehen. Dann hier unser Arbeitsscheinwerfer mit Nummer 6 haben wir jetzt hier eingeschalten. Nummer 5 gibt ja gar nichts. Also einmal F, zweimal, dreimal. So, jetzt gehen wir nochmal in die innere Sicht nochmal rein. Einmal F schalten. Es ist alles sehr dunkel, obwohl Motor läuft, Displays aus. Komisch. Blinker, man hört hier den Blinker-Sound. Kontrolllampen sieht man hier nichts, wie man hier unschwer kann. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Wir haben hier innen drin eigentlich ein Display, aber man sieht, es ist nicht hintergrundbeleuchtet. So, jetzt gehen wir kurz mal zu den anderen hin. So. Starten den nochmal, weil der hat ja hinten diese Arbeitsscheinwerfer nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das damit ist. Einmal F, zweimal. Also er hat nur hier vorne. Der hat nach hinten her hat er so nichts, also bei den Sprühbalken. Also da lohnt es sich doch hier ein bisschen Geld auszugeben bei denen, ja. Da haben wir ja hier hinten da die Arbeitsscheinwerfer, also und natürlich vorne beide an. Einmal, zweimal. Also ich finde es so ja nicht schlecht, wie gesagt. Nur ein bisschen blöde finde ich, dass der Innenraum da nicht mit ausgeleuchtet ist entsprechend. Das ist irgendwie ein bisschen schade. So. Ganz schön gewachsen jetzt inzwischen. Tja, dann denke ich mal, da klappen wir das Ganze mal zusammen. Mich also wundert eigentlich auch, dass ich jetzt da hinten den Balken habe ich jetzt denn nicht anheben können. Nur nochmal schauen, ob das jetzt geht oder nicht geht. Normalerweise habe ich hier hinten die Animation, dass ich den Balken hebe oder senke.
mal aus. Fahren wir aber mal rüber. Lass mal was sehen. So. Also, er wackelt jetzt nur ein bisschen mit wegen die Räder. Schauen wir mal. Ne, da steht jetzt hier komischerweise nichts da. Auch zusätzlich. Also, das finde ich ein bisschen schade, weil wir haben hier keine Belegung, dass man hinten den, wo ein normaler Zylinder ja ist, dass man den senken können. Dass man den uns anpassen können auf die Höhe. Ja, wie die Pflanzen sind. Wenn ich jetzt hier solche Pflanzen habe, wo die noch weit unten sind, dass die natürlich das abkriegen entsprechend und nicht der Wind das nachher wegbläst. Das also das so her. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, sonst finde ich den Mod ist cool. Schauen wir uns noch die Lok natürlich hier an. Also ich sehe jetzt hier, wie man jetzt hier unschwer brennen kann. Hier kein Lokfehler. Coole Sache das Ganze. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video natürlich gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen natürlich, wenn du reinschaust. Dem sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.